Liebe Gemeinde hier in der Kapelle von Kirche in Not und an den Bildschirmen. Die Lesung aus der Apostelgeschichte, die Reaktion der Führenden im Volk auf die Heilung des Gelähmten durch Petrus und Johannes, ist geradezu eine typische Geschichte, wie Mächtige auf Ereignisse reagieren, die sie nicht gewollt haben. Jetzt verkünden doch Tatsache Petrus und Johannes, diese ewig gestrigen Anhänger dieses Jesus, den sie gekreuzigt haben, Jesus als den Auferstandenen und wirken Wunder wie ihr Herr vorher. Das muss man doch unterbinden. Das kann man doch nicht zulassen. Die typische Machtstruktur der Welt. Aber es sind Seifenblasen. Denn was ist, wenn Gott den Daumen senkt? Ist dann ihre Macht noch da? Sie zerplatzt für eine Seifenblase. Sie ist nur Illusion. Denn was passiert, wenn Leuten Macht übertragen wird? Die Verantwortung wird größer. Und der, der sie richtet, wird sie fragen, wieso hast du das, was dir anvertraut war, nicht in meinem Sinn getan? Und das ist die Frage, die dann immer neu gestellt werden wird. Und das könnte auch die Brücke sein zu dem, was wir im Evangelium hören. Wir kennen diesen Text aus dem Nachtragskapitel bei Johannes. Später wird Petrus von Jesus befragt, liebst du mich? Und Jesus fragt die ersten beiden Male, agapas me. Fragt nach der Agape, nach der Liebe, die ihre Wurzel in Gott hat. Und Petrus, der um seine Schwäche inzwischen weiß und auch dazu steht, sagt immer nur, philosei. Ich liebe dich, aber es ist Philo, die Liebe in der Verwandtschaft zwischen Freunden. Und das dritte Mal wird Jesus zu ihm runtersteigen und fragen, Philes me, liebst du mich in dieser menschlichen Art? Und dann wird Petrus sagen, Herr, du weißt alles, du weißt auch, dass ich dich lieb habe, aber bleib bei Philo, bei dieser Fähigkeit, zu der er als Mensch in der Lage ist. Mehr packt er nicht. Und dann hat dieses Evangelium eine Parallele zur Eucharistie, die wir oft in den Blick nehmen müssen. Natürlich können wir jetzt anfangen zu sagen, das kennen wir doch, Lukas 5, 1 bis 11, hier eine Parallelbildung in Johannes 21, 1 bis 11 oder wie. Wir können nach der Bedeutung der 153 großen Fische fragen. 3 mal 7 plus 7 minus 1. Wenn man das nachrechnet, kommt genau 153 raus. Aber was würde uns das nützen? Es wären interessante Gedankengebäude, in die wir uns verrennen könnten. Wenn wir im Himmel angekommen sind, können wir über Johannes, mit Johannes darüber reden und ihn fragen, was denn da alles für eine Symbolik hintersteckt, wenn uns das dann überhaupt noch eine Frage ist. Aber etwas anderes scheint mir wichtig zu sein. Jesus lädt die Jünger, die in ihren Beruf zurückgegangen sind, ein. Und mit seiner Frage erzwingt er ihr Bekenntnis, dass sie umsonst gearbeitet haben. Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Wir haben Nein. Wenn man sich das im Griechischen anguckt, dann spürt man, wie dieser Ausruf ein bisschen Frust in sich trägt. Sie haben nichts gefangen, sie haben die ganze Nacht gearbeitet umsonst. Und dann auf Jesu Wort hin dieser riesige Fischfang. Pastorale Erneuerung gelingt nur, wenn sie aus dem Hören auf Gott kommt. Nicht, wenn wir Strategiepapiere entwickeln. Das sind immer menschliche Gedankengebäude. Natürlich sollen wir uns einen Kopf machen, wie kann man die Dinge vernünftig veranstalten, was muss man bedenken und so weiter.
Aber das Ganze muss aus dem Hören auf Gott kommen. Denn er kennt die Dinge, die ihm heute genau zu informieren sind, zu weiterzugeben sind und so. Nicht wir. Wir haben ja mit unserem menschlichen Verstand eine Begrenzung. Und Gott kann uns dann Tipps geben, die über diese Grenzen hinausgehen, die wir von unserem Erfahrungshorizont nie im Blick hätten. Jesus lädt sie ein. Und es ist natürlich das Brot, das er ihnen gibt, eine Brücke zur Eucharistie. Er schenkt sich ihnen in diesem Brot. Aber was sagt er vorher? Bringt von dem, was ihr gerade gefangen habt. Wir müssen uns selbst mitbringen. Wir kommen hier nicht, um gespeist zu werden, ohne unseren Teil. Wir müssen uns selbst mitbringen, unseren Anteil mitbringen. Bringt von dem, was ihr gerade gefangen habt. Langsam setzt sich in vielen Gemeinden es wieder durch, was vor der Corona-Pandemie so selbstverständlich in vielen Gemeinden war. Dass die Gläubigen in die Kirche kamen und eine Hostie nahmen vom Hostienteller und in die Hostienschale packten. Wozu? Doch nicht, damit die Anzahl stimmt, sondern als beständige Erinnerung, du musst dich mit allem, was zu dir gehört, Gott übergeben. Mit den Dingen, auf die du stolz bist, wo du vielleicht vergisst, Gott zu danken, dass er dir diese Begabung gegeben hat. Aber auch die Dinge, die du am liebsten vor dir selbst versteckst. All das muss in die Hostienschale. All das muss gewandelt werden, verwandelt werden durch den, der das Leben für uns ist und der sich uns immer wieder neu in der Speise gibt. Wenn man bei Paulus nachliest, wie er den Einsetzungsbericht schreibt oder auch bei den Synoptikern nachliest, dann sagt Jesus, dass er Soma Mu, meinen Leib gibt, sich selbst gibt. Er sagt nicht, sag's, das Fleisch, das auf den Knochen hängt. Er sagt Soma. Das heißt, der ganze Mensch mit allem, was zu ihm gehört, seine ganze Existenz, die gibt er uns zur Speise. Und wozu? Augustinus sagt, mit dieser Speise verhält es sich nicht so wie mit der normalen Speise, die wir zu uns nehmen und in etwas von uns umwandeln. Diese Speise verwandelt uns mehr und mehr in sich. Es geht also darum, dass wir durch die Eucharistie genährt mehr die werden, die wir in den Augen Gottes sein sollen. Und das heißt dann natürlich auch, fähig zu sein, vom Glauben Zeugnis zu geben und unter der Führung des Heiligen Geistes dann auch das sichere Gespür zu haben, da musst du reden, da ist es besser zu schweigen. Weil Jesus durch uns in die Welt gehen kann. Augustinus noch einmal, Pistis assus Christus passus, der gebratene Fisch ist der leidende Christus. Und man könnte das jetzt so interpretieren, dass man sagt, er leidet auch heute. Und das würde stimmen. Er leidet in allen, denen Unrecht getan wird. Er leidet in denen, die verfolgt werden um des Glaubens willen. Und jetzt könnten wir viele Dinge aufzählen. Aber ich glaube, es ist noch etwas anderes. Wir empfangen, wenn wir zur Eucharistie gehen, ihn mit allem, was zu ihm gehört. Auch das Leiden, das uns erlöst hat, auch seine Auferstehung. Und wir können sogar so sagen, in Christus, durch unsere Zugehörigkeit durch die Taufe zum Leib Christi, sind futur zusammengewachsen mit ihm in seinem Tod, dann auch in seiner Auferstehung, haben wir schon Anteil am dreifaltigen Leben. Natürlich können wir sagen, das ist unsere Zukunft in der triumphierenden Kirche. Und hier streiten wir noch manchmal um den Glauben, ringen und kämpfen darum. Aber es ist die Kraftquelle, auf die es ankommt, um die es geht. Und so ist der erste Schritt zur Neuevangelisierung immer die lebendige Christusbeziehung. Und man kann auch,
mit vielen anderen sagen, auch unter anderem Benedikt im 16., ohne eine wirkliche Anbetung gibt es keine Erneuerung der Kirche. Wir brauchen also die Quelle, wir müssen aus der Quelle schöpfen, wir müssen mit dieser Quelle in Verbindung stehen, dass sie wirklich durch uns zu den anderen geht. Denn er selbst sagt uns ja zu, dass die, die von dieser Quelle trinken, dass die dann selbst zur Quelle für andere werden, durch die das Wasser hindurchströmt. Und das ist unser Ziel, das ist unsere Berufung, den anderen teilhaben lassen an dem Wasser, was wir selbst von ihm schöpfen, was wir immer selbst wieder von ihm empfangen. Amen.